Ja, hallo liebe Zielgruppe, ich begrüße Sie zu einem weiteren Video aus der Reihe Grundlagen der Informatik. Heute zum Thema Computernetze, ein paar Grundbegriffe und das wesentliche Modell dazu. Ein bisschen Historie zum Begriff Netze oder eben Computernetze. In den 60er Jahren entstand das ARPANET. Das war im Wesentlichen eine Vernetzung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Das wurde sehr lange geplant und 1969 erstmals in Betrieb genommen. Ungefähr zur selben Zeit entstanden auch Betriebssysteme wie Unix oder Programmiersprachen wie C, was eine gewisse Vereinheitlichung der Datennetzkommunikation auf ganz verschiedenen Plattformen erleichterte. Es hält sich bis heute ein Gerücht, dass das Internet bzw. sein Vorgänger ARPANET vor allem dafür konzipiert wurde, einen Atomkrieg zu überstehen. Das ist aber völlig übertrieben, wobei Robustheit schon eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, das Netz sollte auch gewisse Störungen aushalten und weiter funktionieren. Wichtige Dienste zu Beginn dieser Computernetztechnologie waren Dateiübertragung und das Versenden von E-Mails. Noch ein Hinweis zum Wort Netz selbst. Im Englischen gibt es sowohl Net als auch Network, wobei Net für ein Fischernetz steht und Network für technische Netze. Im Deutschen war das genau umgekehrt. Hier steht Netzwerk für ein Fischernetz und mit Netzen bezeichnen wir auch technische Netze. Da das englische Network aber im Deutschen oft fälschlich mit Netzwerk übersetzt wurde, hat sich nach und nach der Begriff Computernetzwerk herausgebildet, sodass wir heute praktisch synonym von Netzen wie auch von Netzwerken sprechen. Wer aber stark auf Korrektheit achtet, sollte Computernetze sagen und nicht Computernetzwerke. Hier sehen Sie nun eine Zeitleiste. Ein paar Jahre nachdem ARPANET in Betrieb genommen wurde, wurde das TCP/IP-Protokoll spezifiziert. Das ist die Protokollgrundlage für das heutige Internet. 1981 waren es bereits über 200 Rechner, die über die USA verteilt in einem Netz zusammengefasst wurden. Später kam noch die Anbindung der Supercomputer dazu und in den 90ern wurde die Zahl von 500.000 Rechner überschritten, die über dieses Netz zusammengeschaltet waren. Das, was heute oft als das Internet bezeichnet wird, ist das World Wide Web, was in den 90er Jahren am CERN entwickelt wurde und dann eine sehr starke Verbreitung fand, sodass es Mitte der 90er schon viele Millionen Rechner waren, die über das Internet vernetzt waren. Heute können wir das kaum noch zählen, weil auch kleinste Geräte oder Schalter oft über das Internet angebunden werden. Aber wir können wohl von über 1 Milliarde Einheiten ausgehen, die heute über das Internet verbunden sind. Eine weitere Form der Vernetzung innerhalb eines Campus bzw. innerhalb eines Gebäudes stellten die Terminals dar. Das waren Endgeräte, die mit einem zentralen, leistungsstarken Rechner verbunden waren. Die Terminals selber konnten praktisch gar nicht rechnen. Sie bestanden aus Bildschirm und Tastatur und oft wurde jeder einzelne Tastendruck seriell an den Zentralrechner übertragen und die Ausgabe dann eben zurück an den Bildschirm des Terminals übertragen. In die Zeit fällt auch die Erfindung des Cursors, also einer Schreibmarke, die wir beispielsweise über Pfeiltasten über den Bildschirm bewegen können, um an verschiedenen Stellen Eingaben vorzunehmen. Kommunikationsstandards für Terminals wurden benötigt, beispielsweise um festzulegen, wie wird der Cursor bewegt oder wann gibt es eine neue Zeile, wie kann der ganze Bildschirm geleert werden. Und diese Standards spielen bis heute eine Rolle, weil sie zur Kommunikation mit Servern auf Kommandozeilenbasis verwendet werden. Sehr bekannt ist zum Beispiel der VT100 oder VT400 Standard. Die Übertragung der Daten vom Terminal zum zentralen Rechner war in der Regel seriell. Das heißt, auf einem Kabel wurden die Bits hintereinander übertragen. Um ein Computernetz aufzubauen, wird ein Übertragungsmedium benötigt. Das ist dann eben ein Kabel, ähnlich wie ein Klingeldraht oder ein Stromkabel. Oder es wird eine Funkstrecke verwendet, wie heutzutage beim WLAN. Kabelverbindungen bestanden oft aus verdrilltem Kupferdraht. Da werden also zwei oder mehr Kupferdrähte umeinander gewickelt. Das verringert die Störanfälligkeit und es werden Datenübertragungsraten von bis zu 1 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Noch größere Datenübertragungsraten werden möglich, wenn wir ein Kupferkoaxialkabel verwenden. Das kennen Sie vielleicht noch von früher als Antennenkabel für Ihren Fernseher. Bei diesem Kabeltyp umgibt ein Außenleiter vollständig den Innenleiter, dazwischen befinden sich nur Isolationsschichten. Hierbei sind Datenübertragungsraten von 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Für noch höhere Datenübertragungsraten und auch für die Übertragung über sehr weite Strecken verwenden wir Lichtwellenleiter.
oder auch Glasfaserkabel genannt. Diese enthalten mehrere dünne Fasern aus Glas, über die Lichtwellen übertragen werden. Hierbei können mittlerweile Datenübertragungsraten von mehr als 1 Terabit pro Sekunde überschritten werden. Statt der Einheit Bit pro Sekunde wird auch manchmal von Baud gesprochen. Das sind Symbole pro Sekunde. Das wird sehr oft synonym für Bit pro Sekunde verwendet, aber Vorsicht, ein Symbol kann auch ein größerer Zeichenvorrat sein als nur 2 Zeichen. Es ist daher sinnvoll, von Bits pro Sekunde zu sprechen, wenn Sie Bits meinen. 2 sehr wichtige zentrale Begriffe bzw. Parameter für Netze sind Latenz und Durchsatz. Die Latenz steht für die Verzögerung einer Datenübertragung. Es wird also die Zeit gemessen, die ein Datenpaket vom Sender bis zum Empfänger benötigt. Dazu kommt noch die Zeit, die die einzelnen Netzkomponenten benötigen, um die Übertragung durchzuführen, wie zum Beispiel die Berechnung einer Prüfsumme vor Weiterleitung eines Pakets. Latenz wird meistens in Millisekunden angegeben. Von der Latenz klar abgegrenzt wird der Begriff Durchsatz. Der Durchsatz gibt die Datenmenge an, die pro Zeit übertragen werden kann, also beispielsweise 100 Gigabit pro Sekunde. Hier muss man oft berücksichtigen, dass nicht nur Nutzdaten übertragen werden, sondern auch weitere Overhead-Daten, zum Beispiel zur Adressierung benötigte Daten oder auch Fülldaten, um gewisse Paketlängen zu erreichen. Der Durchsatz wird in Bits pro Sekunde angegeben oder eben mit höherem Durchsatz in Megabit pro Sekunde, Gigabit oder sogar Terabit pro Sekunde. Aber Achtung, hierbei sind immer Zehnerpotenzen gemeint. Also anders als bei Datenmengen, wo wir vielleicht umgangssprachlich von Gigabytes sprechen, aber oft Gibibytes meinen. Hier sind es aber wirklich Zehnerpotenzen. Sie sehen auf der rechten Seite beispielhafte Werte für den Datendurchsatz von bekannten Technologiestandards. Eine Funkuhr empfängt die Zeitinformation mit nur 1 Bit pro Sekunde. Das ist der Grund, warum eine frisch eingeschaltete Funkuhr durchaus 1 bis 2 Minuten benötigt, bis sie Zeit und Datum vollständig empfangen hat, also synchron zur Atomuhr der Technischen Bundesanstalt läuft. Die Mobilfunkstandards überschreiten mehrere 100 Megabit pro Sekunde, ähnlich wie wichtige WLAN-Standards, die es heute in Varianten mit 56 Megabit oder auch 300 Megabit pro Sekunde gibt. Der ZigBee-Standard, der beispielsweise für die Hausautomatisierung eine Rolle spielt, liefert nur 250 Kilobit pro Sekunde. Das ist für Anwendungen wie Einschalten von Licht auch völlig ausreichend und es erleichtert die Herstellung von Komponenten. Um Daten über ein Kabel oder auch per Funk übertragen zu können, benötigen wir zunächst eine Codierung, die also festlegt, wie wird ein 0-Bit oder wie wird ein 1-Bit übertragen. Und wir benötigen mindestens einfache Protokolle, die auch festlegen, wann beginnt eine Übertragung, woran erkenne ich das Ende einer Übertragung und woher weiß ich beispielsweise, dass die Übertragung vollständig war. Die Übertragung von Bits kann über Spannungsniveaus erfolgen, beispielsweise 0 Volt für ein 0-Bit oder 5 Volt für ein 1-Bit. Dabei muss natürlich auch festgelegt werden, wie lange jeweils ein Spannungsniveau gehalten wird, um anzuzeigen, dass hier ein 1-Bit übertragen wird. Also beispielsweise, wenn ich 1000 1-Bits hintereinander übertrage, muss ich diese Zeitspanne mit dem Faktor 1000 multiplizieren und das Signal so lange halten. Daraus ergibt sich aber ein Problem, dass Absender und Empfänger sehr genaue bzw. sehr stark synchronisierte Uhren aufweisen müssen, damit sich der Empfänger dabei nicht verzählt. Am besten ist es, er bekommt gleichzeitig ein Taktsignal, das ihm also jedes Mal anzeigt, das nächste Bit, das nächste Bit, das nächste Bit und so weiter wird übertragen. Das kann beispielsweise über 2 Leitungen erreicht werden. Die eine Leitung überträgt dann die eigentlichen Daten und die andere das Taktsignal. Das sehen Sie hier rechts. An einer Stelle werden 3 1-Bits übertragen und in dieser Zeit werden auch 3 Takte übertragen. Um diese zusätzliche Übertragung des Taktsignals zu vermeiden, wurde die Manchester-Kodierung erfunden. Dabei wird festgelegt, dass während der Übertragung eines Bits ein Pegelsprung erfolgt. Bei einem 1-Bit steigt der Pegel an, bei einem 0-Bit fällt der Pegel ab. Für den Empfänger gibt es dann nur 2 verschiedene Zeiteinheiten, für die ein Spannungsniveau gehalten wird. Diese sind aber gut unterscheidbar und er kann es eindeutig dekodieren. Dadurch benötigt er kein zusätzliches Taktsignal mehr. Ein Protokoll legt dann auch noch fest, was zu Beginn gesendet wird. Eine sogenannte Präambel wird dann gesendet, um den Empfänger dafür bereit zu machen, die eigentlichen zu übertragenen Daten zu empfangen. Vor der Verbreitung von dedizierten Datennetzen wurden auch die bereits vorhandenen analogen Telefonleitungen zur Übertragung von Daten verwendet.
Dazu wurde ein Gerät namens Modem entwickelt, welches dann digitale Daten in Töne und zurück verwandelte. Und diese Töne wurden dann eben über die Telefonleitung übertragen. Diese Vorgehensweise war bis in die 90er Jahre noch üblich und es wurden Datenübertragungsraten von ca. 50 Kilobit pro Sekunde erreicht. Das gleiche Prinzip wird beim Faxgerät verwendet. Hierbei wird eine DIN A4-Seite in schwarze und weiße Pixel zerlegt. Und diese Bildpunkte werden mit jeweils verschiedenen Tönen über analoge Telefonleitungen übertragen. Heute geschieht Übertragung rein digital. Die Faxübertragung ist eine sehr alte Technologie, die eigentlich komplett abgeschaltet gehört, aber sie ist immer noch sehr beliebt, beispielsweise bei Freiberuflern wie Ärzten oder Rechtsanwälten. Es wäre Aufgabe des Gesetzgebers, diesen Berufsgruppen die Faxe wegzunehmen. Begriffe werden Netze noch in Netzklassen eingeteilt. Dabei werden unterschieden lokale Netze wie LAN oder WLAN, das steht für Local Area Network, beziehungsweise für ein Wireless Local Area Network, oder Weitverkehrsnetze, die dann auch als WAN bezeichnet werden für Wide Area Network. Dazu gehören auch die diversen Funknetztechnologien wie GPRS oder LTE und natürlich die Netzinfrastruktur für die Telefonie. In früheren Zeiten wurden auch sogenannte LAN-Partys organisiert, wobei die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Rechner an einen Ort brachten, diese über ein LAN vernetzten und dann gemeinsam ein Computerspiel spielten. Das hat heute an Bedeutung verloren, weil viele ein schnelles bzw. latenzarmes Internet zu Hause haben und weil die meisten auch nur noch mit dem Handy daddeln. Unten rechts sehen Sie noch eine Statistik mit den Markteinteilen für Breitbandanschlüsse. Daraus ist zu erkennen, dass es in Deutschland im Wesentlichen ein bis zwei Marktführer gibt, die zusammen weit mehr als die Hälfte der Anschlüsse bereitstellen. Insgesamt betrachtet ist die Breitbandversorgung in Deutschland vergleichsweise unterentwickelt. Viele unserer Nachbarländer oder auch Länder auf anderen Kontinenten haben eine deutlich bessere Breitbandversorgung, als wir sie in Deutschland haben. Abschließend für dieses Lehrvideo wollen wir noch das OSI-Schichtenmodell kennenlernen. Dieses stellt eine Referenz dar, die für Computernetze eine Unterscheidung in Schichten ermöglicht und damit auch eine Zuordnung von Technologien zu Schichten bereitstellt. So kann sich ein Hersteller auf eine Technologie auf einer Schicht konzentrieren und muss nur noch die Interfaces zu benachbarten Schichten betrachten. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie zu Beginn ein bisschen mit diesem Schichtenmodell fremdeln. Es wird nach und nach viel einfacher, wenn Sie einzelne Technologien kennenlernen und diese dann auch den Schichten zuordnen. Bis dahin wirkt dieses Modell doch reichlich theoretisch. Es werden transportorientierte und anwendungsorientierte Schichten unterschieden, die wir nun einmal kurz durchgehen. Das Modell wurde 1979 entwickelt und in den 80er Jahren finalisiert. Die Berührungspunkte zwischen den Schichten nennen wir Schnittstellen und die Hauptkonzeptidee ist, dass Informationen nur über diese Schnittstellen ausgetauscht werden. Die allererste Schicht, also die Schicht ganz unten in diesem Modell, ist die Bitübertragungsschicht. Hier werden die verwendeten Kabeltypen und auch die Anschlüsse, beispielsweise Steckverbindungen oder ähnliches, festgelegt. Und es wird auch festgelegt, wie viel Volt für die Übertragung eines Signals benötigt wird und wie der Pegelsprung abläuft. Dabei kann dann auch festgelegt werden, dass die Bits einzeln seriell übertragen werden. Die darüberliegende Schicht, die Schicht 2, nennen wir die Sicherungsschicht. Hier werden auch Datenrahmen festgelegt. Das heißt, es wird genauer festgelegt, wie viele Bits oder Bytes zu einem Paket zusammengefasst werden, die dann in einem Rutsch über die Leitung übertragen werden. Hierbei wird bereits das Thema Adressierung abgedeckt, denn ein solches Datenpaket kann physikalisch an mehrere Empfänger gesandt werden, wie beispielsweise in einem Funknetz, aber nur ein Empfänger ist der richtige Empfänger und der benötigt dann eine entsprechende Hardwareadresse, die er im Datenpaket findet und dann eine Zustellung an sich vornimmt. Diese nennen wir meistens MAC-Adressen, das steht für Medium Access Control und hat nichts mit Apple zu tun. Auch Fehlererkennung, beispielsweise über Prüfsummen oder auch Fehlerkorrekturen, gehören zu den Protokollen auf Schicht 2. Die dritte Schicht nennen wir die Vermittlungsschicht und hier wird beispielsweise festgelegt, wie ein Datenpaket von einem Netz, beispielsweise einem Funknetz, in ein anderes Netz übermittelt wird, was ein kabelgebundenes Netz sein kann. Auf dem Weg vom Sender zum Empfänger kann also ein Datenpaket über ganz verschiedene Schicht 2 Technologien übertragen werden. Deswegen wird auch eine weitere Adressierung benötigt, weil auf diesem langen Weg sich die MAC-Adressen mehrfach ändern werden. Da es dann noch möglicherweise verschiedene Wege vom Sender zum Empfänger gibt, brauchen wir ein sogenanntes Routing. Und wie das genau funktioniert, wird über Schicht 3 festgelegt.
Die vierte Schicht wird als Transportschicht bezeichnet. Hierbei werden auch verschiedene Verbindungen vom Sender zum Empfänger unterschieden. So können Sie beispielsweise auf Ihrem Drucker mit einer Webschnittstelle zugreifen und gleichzeitig drucken. Und um die Datenübertragung zwischen diesen beiden Verbindungen zu unterscheiden, wird eben auf der Schicht 4 ein Unterscheidungsmerkmal eingeführt. Es wird also ein Verbindungsaufbau und ein Verbindungsabbau festgelegt. Und die übertragenen Datenpakete werden auch in die richtige Reihenfolge zurückgebracht, denn bei den verschiedenen Routing-Methoden kann es tatsächlich passieren, dass diese Reihenfolge durcheinandergewirbelt wird. Die fünfte Schicht nennen wir die Kommunikationsschicht. Hierzu gehört beispielsweise auch die An- und Abmeldung eines Benutzers. So etwas wurde früher oft als Dialogsteuerung bezeichnet. Die Schicht mit der Nummer 6 ist die Präsentationsschicht. Darunter fällt die Umwandlung in verschiedene spezifische Formate oder auch die Komprimierung und Dekomprimierung von Daten. Und die letzte Schicht mit der Nummer 7 ist die Anwendungsschicht. Hierunter fallen auch die Schnittstellen zwischen den Anwendungen bzw. die Kommunikationsschnittstelle für den Benutzer. Hier nun noch einmal eine zusammenfassende Betrachtung zum 7-Schichten-Modell, auch um Ihnen ein bisschen die Angst zu nehmen, wenn Sie von dieser Theorie jetzt etwas erschlagen wurden. Der wesentliche Zweck des Schichtenmodells ist es eben, Schichten so zu unterscheiden, dass die Hersteller von Netzkomponenten sich genau auf eine Schicht konzentrieren können. Damit wird auch eine Austauschbarkeit von Technologien ermöglicht. So können beispielsweise Internetdatenpakete über ganz verschiedene Netztechnologien übertragen werden. Wenn Sie noch wenig Vorkenntnisse haben und sich jetzt vielleicht zum allerersten Mal mit diesem Schichtenmodell auseinandersetzen müssen, würde ich Ihnen den Tipp geben, unterscheiden Sie vor allem die Schichten 2 und 3. Das heißt, immer wenn Sie eine Netztechnologie kennenlernen, sehen Sie zu, dass Sie sie der richtigen Schicht zuordnen können und verstehen Sie, welche Interfaces es zu benachbarten Schichten gibt. Beispielsweise findet WLAN auf den Schichten 1 und 2 statt und das Internetprotokoll auf der dritten Schicht. Das heißt, die Festlegung von Funkfrequenzen gehört zur ersten Schicht und die Festlegung, wie viele Daten auf einmal in einem solchen Datenrahmen übertragen werden, gehört zur zweiten Schicht. Und der Empfänger Ihres Internetpakets, das kann beispielsweise die Adresse einer Suchmaschine im Internet sein, der wird über eine Adresse auf Schicht 3 festgelegt. Das schauen wir uns an anderer Stelle aber nochmal in Ruhe an. Zum Abschluss dieses Lehrvideos folgen wieder Übungen. Sie können das Video kurz anhalten, wenn die Zahlen 1, 2, 3 über den Bildschirm laufen, um ein wenig Zeit zu gewinnen, um selbst an der Lösung zu arbeiten. Diese Übungsaufgabe befasst sich mit dem Thema Durchsatz. Und zwar sind folgende Parameter gegeben. Sie verfügen über eine 100 Mbit Ethernet-Anbindung. Das heißt, es werden brutto 100 Millionen Bits an Daten jede Sekunde übertragen. Und nun möchten Sie eine Festplatte kopieren, die umgangssprachlich 1 Terabyte Daten enthält. Das sind dann in der Praxis oft 1 Terabyte Daten. Mit welcher Übertragungszeit müssen Sie nun rechnen? Wir sehen nun gleich die Lösung. Sie können das Video jetzt anhalten. Und die Lösung ist letztlich eine einfache Divisionsrechnung, wobei wir 2 Fehler nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht vergessen, ein Byte in Bits umzurechnen und wir dürfen auch nicht vergessen, Zweier- und Zehnerpotenzen hier sauber voneinander zu trennen. Im Zähler sind es 2 hoch 40 Bytes oder eben 2 hoch 40 mal 8 Bits und im Nenner sind es 10 hoch 8 Bit pro Sekunde. Das ergibt ausgerechnet etwas über 24 Stunden, das heißt, Sie brauchen also einen guten Tag, um eine solche Festplatte zu spiegeln. Hier noch ein Hinweis zur Praxis. Sie erreichen natürlich nicht genau 100 Mbit pro Sekunde, da ja noch ein Overhead entsteht. Das heißt, die tatsächliche Bestimmung des maximalen Wertes erfolgt mit 94 Mbit pro Sekunde. Und dann kommt man auf einen Wert von etwa 26 Stunden. Nun möchte ich Sie bitten, einmal die Latenz einer Übertragung zu bestimmen. Und zwar wissen Sie, dass ein Datenpaket über einen geostationären Satelliten übertragen wird. Diese Satelliten haben, von einem Beobachter, der auf der Erde steht, aus gesehen, einen festen Platz am Himmel. Sie drehen sich also in 24 Stunden einmal um die Erde und das ist auch die Zeit, die die Erde benötigt, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Daraus ergibt sich eine Umlaufbahn von 36.000 Kilometer Höhe. Und die Frage ist nun, was ist nun die Mindestlatenz allein aufgrund dieser Satellitenkommunikation? Wir zeigen nun gleich die Lösung. Ja, und zur Bestimmung der Lösung müssen Sie die 36.000 Kilometer mal 2 nehmen, weil das Datenpaket ja zum Satelliten und dann wieder zurück zur Erde übertragen wird. Und Sie müssen wissen, dass Funkwellen in der Atmosphäre so ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Das heißt hier im Nenner 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ein ungefährer Wert, der hier aber ausreichend ist.
Und so ergibt sich eine Latenz von 240 Millisekunden. Dazu kommen in der Praxis natürlich noch weitere Latenzen, weil die Netzkomponenten auch jeweils ein bisschen Zeit benötigen, um Daten zu modellieren, zu empfangen und weiterzuleiten. Das war auch schon die letzte Übungsaufgabe und das Ende des Lehrvideos ist erreicht. Ich hoffe, dass einige der präsentierten Begriffe für Sie neu waren oder dass Sie diese jetzt zumindest mit etwas mehr Präzision verwenden können. Und auch die Bedeutung des OSI-Modells sollte Ihnen spätestens jetzt ein bisschen klarer geworden sein. Vielleicht schauen Sie sich bei Gelegenheit ein anderes Video aus der Reihe Grundlagen der Informatik an. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiederschauen.